Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht's. Wir sind jetzt hier in Alexandria bei der großen Bibliothek, wo wir uns mit Aya treffen wollen. Und dann wollen wir da mal reingehen. So, mal gucken. Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Was beängstigt. Da hast du recht. Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Über die Musen. Ja, wer sich das durchlesen möchte, kann ja mal kurz das Video anhalten. Oh Mann. Aber wenn du die alle lesen willst, die Schriftrollen, da brauchst du eine kleine Ecke für. Alter Verwalter, das ist doch riesig hier. Ich glaube, für damalige Zeit war das, glaube ich, die größte Bibliothek, die es gab. Auch hier alles voller Schriftrollen. Heftig. Weiß der Geier, was da alles wirklich damals drauf stand. Die Bibliothek von Alexandria sollte ja, was ich gehört habe, damals nahezu eigentlich das gesammelte Wissen der oder das damalige Wissen der gesamten Menschheit sozusagen, mehr oder weniger, beinhaltet haben. Das Wissen der gesamten Welt steht euch zur Verfügung. Hier könnt ihr in Ruhe über das Unterdrückerregime nachdenken, unter dem wir zurzeit leiden. Die alexandrinischen Poeten, erwähnte ich die? Sie sind eine Gruppe von Dramatikern, die für den freien Gedankenaustausch im Lande einsteht. Was auch immer der Pharao davon hält. Obwohl der herrschende Pharao dazu neigt, mit Hilfe willkürlicher und despotischer Dekrete zu regieren, unterstützen wir hier die freie Lehre, und zwar zu allen Themen. Habe ich doch gesagt, das gesamte Wissen. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Ah. Du bist Baik, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann. Du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus. Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Da, das ist Phanos. Ihr glaubt, er sei ein Poet. Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Okay. Jetzt muss auch einen leichteren Weg da reingehen, als die hochzukraxeln. Das kann genau er nicht. Da. Das kann ja nicht jeder. Hab etwas Vertrauen. Oh! Oh Mann, ich wollte das gar nicht machen, runterspringen. Mann, habe ich ein Glück, dass hier Wasser ist. Ich habe eben gerade schon das roten Fleck am Boden enden sehen. Okay, warte mal, wo? Okay. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen.
Wir haben doch nur noch uns. Ohne Chemo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Arcteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier. Um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Okay. Also finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Ja, okay, gut. Warte mal. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Ja. Okay, warte mal jetzt. Also Fähigkeiten, ja, ein Punkt. Da spare ich noch ein bisschen. So, was haben wir denn jetzt hier so Feines? Leichter Bogen, Jagdbogen, selten Jagdbogen. Ja. Warum kann ich jetzt eigentlich den hier hinpacken? So, warte mal. Ja, behalten wir mal. Okay, was haben wir denn jetzt hier noch so? An Quest. Hauptquest. Okay, Bayek, was heißt das? Seine Frau zu suchen. Gennadios und die Schlange.
Okay. Spritz 12, Ende der Schlange. Okay, die beiden, wenn ich die beiden erledigt habe, oder übrigens ich das hier. Dann heißt die Schlange. Okay. Gut. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? So, warte mal. Wir nehmen jetzt erst einmal... warte mal. Nehmen wir den hier erst einmal als erstes. Okay, da muss ich hin. Nee, warte mal. Wir müssen ja jetzt hier erstmal durchgehen. Zurück. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hier. Okay, hier haben wir noch drei Nebenmissionen. Vier? Fünf. Fünf Nebenmissionen. Aber wir gehen jetzt erstmal dorthin. Auf Befehl des Philakitai Genadios. Alle Bürger müssen verdächtige Aktivitäten melden. Okay, wenn ich jetzt schon hier bin, dann nehmen wir die Quest gleich an. Wir müssen uns die nehmen wir gleich mal an hier. Bayek, endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Mein Stück wurde konfisziert. Du ziehst Ärger förmlich an. Schlimmer noch, sie haben alle meine Darsteller. Mitunter die besten Poeten Alexandrias. Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut Acht, Phanos. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich an Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Okay. Au, Stufe 20. Ah, nee. Die müssen wir dann ein anderes Mal machen. So, warte mal. Wo ist denn jetzt hier eigentlich? Ja, so, werde ich. Ja, da oben muss ich hin. Gut. Na. Das sieht ja echt geil aus für mich da. Okay, gehen wir mal hier hoch und fertig. Kürzeste Weg. Oh, das war schon ein geiler Ausblick von hier oben. Also rein optisch, wenn das Alexandria früher wirklich so ausgesehen hat, also alle Achtung. Warte mal. Okay, dann wollen wir mal den Genadios. Genadios, das mal platt machen. Das ist Genadios, okay. Okay.
Gebt den Weg frei. Kerim. Okay. Okay, da ist einer. Okay, warte mal. Da ist ein Geheimeingang. Okay, warte mal. Du da! Halt! Ich hau ja schon ab. Ich habe noch gar nicht gesehen. Okay, wie komme ich da jetzt mal am besten? Rein, ungesehen rein. Ja, warte mal, da ist auch noch einer. Ja gut, ich meine natürlich alle umbringen, bringt natürlich gut Punkte, ne? Oha, das wird ein Stück Arbeit. Okay, das wird ein Stück Arbeit. Aber wie mache ich das mal am besten? Halt! Bleib stehen! Okay. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wenn ich Pech habe, schießen sie erst und stellen dann keine Fragen mehr. Was? Ach, kann man den nicht rüber hier rüberwerfen?